Hallo? Ist wer da? Ja, grüß Gott, hier ist Walter Siedlmeier. Nein, ich bin kein Fernsehzuschauer. Ich arbeite gelegentlich für Ihre Station. Wissen Sie, was der war? Das war ein ganz berühmter Schauspieler. Und wie ich angefangen habe, hat man gesagt, was fehlt in Bayern? Weil Bayern und bayerische Schauspieler gab es genug, damals schon. Aber einer hat gefehlt, der etwas schwierige Bayer, den habe ich dann allmählich zum Grantler gemacht. Und der Grantler, der bayerische Grantler, ist ein bisschen was anderes wie der Wiener Grantler. Der ist kein Nörgler, sondern der Pessimist eigentlich. Und die Figur hat man nach 3 Jahren gehört, hat ganz gut passt zu mir. Und im 4. Jahr wurden bereits Rollen geschrieben für diesen Grantler. Arrös! Arrös! Wer hat denn das Licht brennen lassen? Die Industrie hat ihren Interessenverband und die Arbeiter haben ihre Gewerkschaften. Aber wir? Ja, ihr seid fertig, das war einmal ich. Waren, Handwerker und Gewerbe treiben. Uns tritt man an die Wand! Aber streiken können auch wir! Nur müssen wir alle zusammenhalten. Und deswegen bin ich für einen Steuerstreik. Na, das sind schon. Es ist das Einzige, was die da drum der Ries macht, wenn sie keine Steuern kriegen. Das kann der nicht mehr. Kann der nicht mehr. Probier's halt. Meinst du? Das probiere ich nochmal. Sehr verehrte Herren Verbrecher und Verleumder. Werte Lügner und Lügnerinnen, liebe müde und kalte Krieger, blutige Stümper, Dilettanten, Gaukler, hochgeschätzte geistige Bürgerkrieger, Brandstifter und Brunnenvergifter, ehrenwerte Erpresser, Klimaverpester und Klassenkämpfer, liebe Handlanger Moskaus. Also Herr Siedlmeier, das ist uns eine ganz besondere Ehre, dass Sie bei uns da in Neu-Dieding sind und dass Sie hier besonders diesen Weinstall, der ist nämlich das erste Mal in dieser Größenordnung, da am Neu-Diedinger Volksfest. Und das Neu-Diedinger Volksfest, der Neu-Diedinger Hoftulp, die kommt ja gleich nach dem Oktoberfest. Ich glaube, das kann man ganz eindeutig feststellen, oder? Das habe ich alles nicht gewusst. Ich habe Neu-Dieding wirklich bis jetzt nur als Pilgerort gekannt. Ja, nein. In dieser Angelegenheit war das letzte Mal 1927 da. Wir freuen uns drauf, wenn Sie jetzt dann dran gehen und jeden Einzelnen von uns einmal so richtig ins Visier nehmen. Nein, ich halt kein Recht, das kann der dir gar nicht zahlen. Nächstes Jahr vielleicht. Wenn Sie einen guten Verdiener lassen, dann kann er mich nächstes Jahr zahlen und dann halt der Retter. Ich hoffe schon, dass man trotzdem auch ins Bad gehen kann. Das okay. Wichtigste ist, dass man die Karten kauft, sagt er. Also wenn Sie alle eine Werbung macht, dann darf ich auch gut besser palabern. Das muss eine Tragödie sein für so einen Künstler. Vor 35 Jahren hochberühmt. Und heute kennt ihr keine Sau mehr. Mein Gott, was hat man früher für so ein Zehnerl gekriegt? Die Zeitung, 2 Semmeln oder eine gute Tasse Kaffee? Obwohl, die gibt's halt auch noch. Nescafé Classic. Die Tasse für ungefähr 10 Pfennig. Ja, Nescafé Classic. Der ist ganz nach meinem Geschmack. Guten Abend. Also, wie lange soll ich da noch herumsitzen? Na. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich die Anzeige da fertig machen muss. Meine Kollegen sind beschäftigt. Sag mal, wer ist denn du der Weißwurst? Wie ich mein Weißwurst der ist. Ist falsch. Eine Weißwurst schneidet man. Erst schräg und dann links. So, dann holt man es raus. Elegant. So ein Schmarrn. Eine Weißwurst wird nicht geschnitten, sondern die zuzelt man. Na. Eine Weißwurst schneidet man. Eine Weißwurst wird gezuzelt. Nein, eine Weißwurst wird geschnitten. Immer schon.
Jetzt sagen Sie halt, was Sie wirklich wollen. Ich kann mich nicht eine Stunde lang mit Ihnen allein beschäftigen. Also. Libelle. Gleiche für Butter, nicht Limonade. Wissen Sie was? Jetzt lernen Sie erst einmal Deutsch und dann kommen Sie wieder, okay? Nix verstehen. Du verstehst mich schon. Du lernen Sie erst einmal Deutsch und dann wiederkommen. Vorher gibt's nix. Vierte gut. Nix verstehen. Ich sage Libelle. Gleiche für Butter. Was will er denn? Libelle. Na klar, das ist die neue Margarine. Meinst du, das weiß ich nicht? Der ist doch wie neu. 35.000 Kilometer. Ist doch nix. Mei, Bube, wo ich denn halt schon so ein Auto? Bei der Benzinkrise. Teure Sprit, teure Steuern, teure Versicherung und keine Ersatzteile. Na, den kann man schlecht verkaufen. Eigentlich überhaupt nicht. Das ist doch ein schönes Auto. Ist doch was Besonderes. Der macht doch was her. Sowas kriegt man kaum los. Kommen wir's nächste Woche nochmal, vielleicht kommen wir dann ins Geschäft. Nein, nächste Woche ist es zu spät. Entweder jetzt oder nie. Tja, für 8.000 würde ich schon nehmen. Mehr ist nicht drin, ehrlich nicht. Ich hab dem vielleicht monatelang rumstehen und was tue ich dem mit so einem Schlitten? Soll ihm vielleicht selber fahren? Zwei Bienen haben mich gestochen. Die? Ich möchte einen Betrug anzeigen, einen hundsgemeinen, schäbigen Betrug. Mich wollen Sie über das Ohr hauen. Hier, das ist mein Beweisstück. Corpus delicti sozusagen. Lauter Wirm. Ja, lauter Regenwürmer. Na, das sind keine Regenwürmer. Regenwurm ist ja nur der Familienname. Das zum Beispiel, das ist ein Tauwurm. Mhm. Der kleine, da, wie heißt? Das ist ein, ein Erdwürmerl ist das schon. 102 Stück, genau gezählt. Du kannst ja mal einen Sprung weg. Du Moosgröber, gehst du zufällig zum Angeln? Magst du einen Wurm? Erstens bin ich kein Angler, sondern ein Sportfischer und als solcher fische ich mit Fliegen. Ach schon, Fliegen hat er keinen. Ja, ich muss jetzt aber auf meine Bank, sonst sperren zu. Also nun kicken Sie sich die mal genau an. Kicken Sie sich die ganz genau an. Geht doch ein Wurm. Ich sag Ihnen doch, die Großen sind Tauwürmer und die Kleinen, die sind Erdwürmer. So, jetzt nehmen Sie es wieder mit, weil sonst wird es am Kollegen schlecht. Obwohl ein Wurm ein sehr reinliches Tier ist. Herr Sittelmeier, Sie haben sich für uns ein Experiment ausgedacht. Ja, ich hätte einen tollen Trick für euch. Nachdem sich jetzt eine Brauerei, für die ich auch tätig bin, so bemüht hat, ein alkoholfreies Weißbier herzustellen, experimentiert man natürlich bei der Herstellung eines alkoholfreien Starkbiers. Aha, und die Versuche sind im Gang. Ich glaube, ich bin schon am weitesten. Das Gefühl habe ich auch. Jetzt pass mal auf. Scheiß, kostet nichts, es wird schon ein Bier, lass dir Zeit. Ah. Meinen Sie, dass ich das probieren sollte? So einen man kann es noch nicht trinken. Es ist noch gefährlich, aber wie gesagt, bis nächste Woche wird's. Prost. Wie viel kriegst du denn für die Blumen? 16 Mark. 16 Mark. Bist du sicher, dass die Bonecken 16 Mark kostet haben? Ja, ich hab's da vorne im Geschäft gekauft. Oh mein, kauft man doch nicht am Bahnhof, sondern irgendwo unterwegs an einem Standl. Ja. Und lächle. Ich bin's ja ein bisschen freundlich, wie die Mama kommt. Damit sie gleich merkt, dass wir wieder daheim sind. Schau mich an, bin auch freundlich. Was denn jemand aus der Kur kommt, dann muss man ihm schon das Gefühl von Freundlichkeit, Geborgenheit, ÖH geben, nicht? ÖH, wo sind wir denn? Na, was sagst? Bitte. Aber Nelken halten länger, sagst du immer. Ja, ja schon, aber Rosen sind edler. Er züchtet übrigens selber welche, der Herr Huber. Der Max. Der Max. Sieht man doch gleich, dass er ein Mann von Welt ist, ne? Ah, drum hat er deinen Koffer nicht getragen, der Herr Rosenkavalier. Hat's ja sehr eilig gehabt. Er hat halt geschwind nach Starnberg gemusst. Na, geschäftlich. Geschäftlich, interessant. So, was ist denn daran interessant? Jeder hat doch Geschäfte. Aha, so, na, was sagst du denn jetzt? Die halten höchstens zwei Tage. Franz, er ist wirklich ein netter Mensch.
hat seine Frau verloren. Ist sie am davor? Nein, gestorben ist ihm vor einem halben Jahr. Da war er halt einsam und hat wen gebraucht. Ah, und da hast du Witwertrösterin gespielt? Ja, vielleicht, weil ich die Einzige war, die ihm gefallen hat. Ne? Weiß auch nicht, an was das liegt. Du wohnst du übrigens am Buchenweg. Buchenweg? Kenn ich nicht. Das ist bloß zwei Stationen von hier, ist doch praktisch, ne? Wieso praktisch? Ich muss nicht hin. Ja, weißt, ich habe ihm nämlich versprochen, dass ich immer mal Salzburger Nockerl mache. Und ihr müsst euch unbedingt kennenlernen. Du wirst bestimmt gut mit ihm vertragen. Gut, schaust du aus, Mama. Ja, danke. Okay. Ist dicker geworden, okay? Schick. Schick. Also, Franz. Also, Franz, dass du ausgerechnet die Uniform angezogen hast, das wirkt doch gleich so offiziell. Wieso? Das ist ein offizieller Anlass, wenn man dem Verhältnis seiner Frau vorgestellt wird. Das ist ein guter Bekannter, für den ich Salzburger noch und noch und weiter ja, gar Ja, dann lass dich nicht stören. Du weißt ganz genau, dass mich das nervös macht, wenn du so ein Theater machst. Komm zusammen. Tut, als ob ich nicht da wäre. Na, Mama, jetzt musst du aber machen, wenn das noch was werden soll mit den Salzburger Nockerl. Keine Sorge, Elisabeth macht das mit links. Wer macht mit links? Elisabeth, Ihre Frau. Na, Sie haben doch nicht etwa vergessen, dass sie Elisabeth heißt. Wir sind einfache Leute, wir sagen halt Papa und Mama zueinander. Tatsächlich? Mama, Papa? Also, das könnte ich nicht. Ich sehe in Elisabeth in erster Linie die Frau, nicht so sehr die Mutter. Ja, aber sie ist doch Mutter, gell, Mama? Und der Kalle liegt jetzt sicher daheim allein im Bett und wartet auf seine Mama. Nein, der liegt jetzt bestimmt zu zweit im Bett und macht dich zum Opa. Das gefällt mir gerade so an ihr. Sie ist so offen, so natürlich. Ja, seit wann? Na ja, schon immer, denke ich. Franz, du kennst mich doch. Da bin ich jetzt gar nicht mehr so sicher. Ach, dass wenn wir dort sind, ist es halb neun und wäre sie noch da. Aber du wirst ja nie fertig. Keine Angst, wir lassen ja schon noch genug übrig. Das geht doch nicht so, wie wenn ihr ein Säufer wärt. Da, sind die Blumen. Aber eins sage ich dir, lass heute die Politik aus dem Spiel. Wieso ich? Das ist ja dein Bruder. Der fängt immer an. Der ist so ein super rosa-roter. Jetzt hör doch endlich damit auf. Ich will heute keinen Streit. Ja, da haben wir auch gar keine Zeit mehr. Aber eins sage ich dir jetzt schon. Nach Hause fahre ich. Ja, bitte fahr doch gleich. Da ist ein Baum, ein wunderbarer, den kennst du noch vom letzten Mal. Oh, gib mir die Blumen. Aufgeführt hast. Schämen muss man sich mit dir. Bist du nur sauer, weil ich deinem Herrn Bruder den Marsch geblasen habe? Und der Kerl, der geht so eingesperrt, eingesperrt, eingesperrt! Und ums Zeug, sonst wirst du noch eingesperrt. Ah. Auf der Heide blüht ein kleiner Blümel. Ich streich, ja, und ich treffe, ja. Sei doch noch Herrn Freuning auch, aber dann kannst du was erleben. Also, Prost! Prost! Auf Ihr Wohl, Herr Dünkitz. Und jetzt müssen Sie langsam gehen. Aber schon überhaupt nicht. Jetzt wird's erst nicht. Zwei Buben und zwei Nadel, das ist nicht. Das wird erst nicht. Kinder, die Feste muss man feiern, wie sie fallen. Eine saure Woche, frohe Feste. Welche Art von Mann sind Sie? Hä? Zärtlich, scheu, unterwürfig, leidenschaftlich, gehemmt, hemmungslos. Ich? Wieso? Aber, ach, es handelt sich wohl gar nicht um Sie selbst. Nein, natürlich nicht. Das kann man nie wissen. Ich habe eine Frau. Zweite schon. Auch das schließt nichts aus. 16,2% aller Ehemänner sind in ihrer Ehe sehr unglücklich. Ja, und den dritten Mal heirate ich sowieso nicht. Da bleibe ich Witwe. Ah ja. Ja, natürlich, Herr Hartinger.
stimmt nichts gegen Neger an sich. Wenn es bloß ein einziger war, da hätte ich ja kein Wort sagen. Ein Neger vom sechsten Stock, naja. Das war halt dann unser Maskottchen. Also ist das genug. Aber wenn man sagen muss, gleich einen ganzen Neger, Stamm vom sechsten Stock, Dolly in einer Wohnung zusammenfährt, ohne Frau. An Ihnen wird sie noch keine Vergriff haben, hä? Sie gehen keine Beleidigungen. Wo der Rudi Mandl in der Nähe ist, wird keine Dame beleidigt. Eine Dame? Okay. Herr Oberinspektor, das ist ein körperlicher Angriff. Geht auf. Und da sind meine Schätze. Meine Schätze drin. Um Gottes Willen geht's. Hör mal auf mit dem Spielen. Geht's raus in den Garten, jetzt müssen wir verdienen. Da sind Hasen, Hühner und Glühwürmchen. Ja, ich möchte ja keine Kinder mehr heut. Was kriegst du noch? Einen Leberkäse, Mutter. Einen Leberkäse, du hättest sehr schöne Lione für dich. In Portionen geschnitten. Herr Moskrower. Bitte. Ich habe durchaus einen Kulturbegriff. Ich kann sehr wohl unterscheiden zwischen Kunst und Schmarrn. Sir, was ist denn dann Kunst? Kunst ist was Schönes, was den Menschen erhebt, zu hören. Ja, ich weiß schon. Leid deprimieren kann ja jeder Depp. Ich weiß schon, was das für eine Kunst ist, die dich erhebt. Stillleben mit Schweinsbraten, Nidl und Sauerkraut, das ist doch das, was der versteht und mag. Du Spießer, du! Ich mag kein Sauerkraut zum Schweinsbraten. Also im Hotel haben sie uns Löwen, Nashörner und Giraffen versprochen. Ja, die haben wahrscheinlich heute ausgegangen. Oder den ist ja zu was. Wer mehr? Hochstraße, Ecke Schönstraße. Haben Sie da nähere Angaben? Ja, freilich. Der Ode, der dreht da einen Film. Und nicht einmal ein Autogramm hat er mir gegeben. Wer? Na, der Ode. Kenn ich nicht. Der Erik Ode. Ach, der, okay. Da hört man doch immer, dass das so ein netter Mensch sein soll. Arrogant ist er. Aha. Und deswegen wollen Sie ihn jetzt anzeigen. Kann ich das? Frag mal ein bisschen. So, jetzt gehen Sie heim zu Ihrem Bett, dann schauen Sie ein bisschen fern und dann gehen Sie ins Bett. Das ist halt jung und das halt frisch. Und die Scheinwerfer, die strahlen ja die Autofahrer direkt ins Gesicht. Ja, ja, so ist ja der Händel. Haben Sie nicht gesehen am Drehort? Ja, freilich habe ich gesehen. Der hat mich ja zu Ihnen hergeschickt. Was? Das ist ja die reine Bosheit. So, der wird von meiner Einladung gestrichen. Ja, gehst du jetzt endlich in Pension? Ja, den gefallen tue ich dir nicht. Gut, ja. Jetzt nimm mal an, du träumst vom Kali und von mir. Dann könnte das doch bedeuten, dass eventuelle Störfaktoren dadurch, dass sie im Wachzustand... Ich möchte jetzt aber keinen Wachzustand, sondern einen Schlafzustand. Vor allen Dingen möchte ich keine Vorträge mitten in der Nacht. Weil ich habe nämlich einen Beruf und der funktioniert nur, wenn ich ausgeschlafen bin. Was ich vermutlich nicht bin, wenn ich jetzt nicht schlafe. Was hast denn auf einmal? Die Frühschicht. Ja, ab. Du Heidel, wenn ich in einem Konzert bin, das noch nicht angegangen ist und ich möchte wieder gehen, dann kann ich doch die Karten zurückgeben. Nein, unmöglich. Nein. Schade. Du bist Beamter, was macht denn das für einen Eindruck? Außerdem ist es für einen guten Zweck. Rettet die Vögel. Du magst doch Vögel. Ja, besonders um 4 in der Früh, wenn ich nach dem Nachtdienst einmal schlafen möchte. Und die pipsen dann vor meinem Fenster. Da liebe ich die Vögel besonders. Da sind sie mal 40 Mark wert. Na, Papa, 80. Wir sind ja zu zweit. Na, Mama, aber deine Karten sollst von deinem Geld. Wohltätig ist jeder für sich selber. Wie heißt die? Ist die von hier? Auch von da. Aber wenn wir die Reiseunternehmen jetzt steinigen, ich muss es sagen, Rimini liegt näher. Ist auch ein bisschen billiger. Jetzt muss ich mal schauen, was das wird. Aha. Please, could I have some more hairs? Okay. Ja, das haben wir zu wenig. Unser Verhältnis zur hiesigen Küche ist immer noch ein leicht gespanntes. Obwohl, ich trinke zu den Pommes frites auch schon Kaffee jetzt. Die Würstel werden heute in einer Art Gummisemmel verkauft und zu Recht Hot Dogs genannt. Und so schmecken sie auch. Früher, da hat man sich ja auf dem Bahnhof am Klo wunderbar umziehen können. Aber jetzt kriegt man keinen Parkplatz mehr.
Einer der Gründe, warum es mir hier in Wien so gut gefällt, ist, dass man hier noch dick sein darf. Diese Welle der dicken Verfolgung, die ist noch nicht bis hierher gedrungen. Violins gilt ja immer noch als Stadt des Lasters und der Sünde. Ich habe bis jetzt noch nicht sehr viel davon gemerkt. Das wäre mir viel zu heiß für derlei Betätigungen hier. Ich glaube auch, dass der Tourismus den Jazz und die Sünde ziemlich aus der Stadt geblasen hat. Nein, nein, das French Quarter ist jetzt jugendfrei. Jetzt wollen wir mal schauen, was aus meinen Haaren wird. Ja, beautiful. Da, Schmidt, schau. So möchte ich fotografiert werden. Außerdem wollen Sie doch nicht ewig Rotkohl und Steckrüben anbauen, oder? Blaukraut und Rüben, was das? Wie? Blaukraut und Rüben! Entschuldigen Sie, Herr Kaplan. Tante Teres, ja? Schau mal, was er da mitgebracht hat, der Josef. So, jetzt geh ein bisschen weg. Ja. Das ist das Beste, was ich hab gekriegt. Ne? Nun, Tante, was sagst du jetzt? He? Was soll denn das sein? Schau halt. Ja, dass du da ein bisschen rauskommst an die Luft, dass du was hast vom Leben. Mit einem bisschen Lanketto ist das Krams erschienen. So, Tante, jetzt geh her. Sitz dich mal, probieren wir aus. Weg mit dem Klump. Aber geschwind. Ich mich grutze dich noch mal am Matzen, dass ich mich in sowas rein hock. Ja, du Lüge, du! Und dann pass ich. Da müsst ihr schon lang warten. So weit ist mit mir der Lipp steht. Da wird schon noch eine Zeit warten müssen, bis so weit ist. So weit ist noch lang nicht. Oder pressiert euch ja so. Wegen meiner, hä? Du, die Dame, mit der ich da zusammengestoßen bin, ich glaube, auf dir wäre einen ziemlichen Eindruck gemacht. Wieso? Weißt du, was die zu mir gesagt hat? Sie Rimpfi. Schott, dass du keine Uniform gehabt hast. Das wäre doch die schönste Beamtenbeleidigung geworden. So jedenfalls hat noch keine zu mir Rimpfi gesagt. Ja, Moosgräber, du Rimpfi, du wärst doch nicht schon wieder. Schon wieder was? Aber geht es doch direkt eine Sucht bei dir? Sucht? Das ist doch ein völlig normales menschliches Gefühl, wenn ich ein Bedürfnis nach Ruhe, Wärme und Geborgenheit hab. Moosgräber, du brauchst doch keine Frau dazu. Das hast du alles bei uns auch. In der Inspektion 1. Kaffee? Ja, gern. Ein bisschen was. Danke. Bertel, du auch. Bitteschön. Danke. Entschuldigen Sie mich. Und? Hä? Gefällt's dir? Wer? Marianne. Ja. Das alles? Schau, Moosgräber, sie ist heute halt ein bisschen Ding. Ne? Wenigstens was? Deine Dame. Und du bist halt doch manchmal ein bisschen Ding, ein bisschen geschert. Ne? So. Was, Moosgräber, ich weiß nicht, ob das für dich was ist, so den ganzen Tag in dieser feinen Gesellschaft und ohne Beschäftigung, ne? Ach, ich hab sehr viel zu tun mit Rasenmähen. Ja, Rasen hat's viel. Schade, dass du ein Badhosen nicht dabei hast, Franz. Könnt man ein paar Runden schwimmen? Moosgräber, ich möchte keine Konkurrenz machen. Da musst du dir vorstellen, das ist ein Riesengelände, ein Park und alles englischer Rasen. Und dann waren wir in einer Schwimmhalle mit einem riesigen Schwimmbecken. Okay, Franz, du bist doch noch nie gern geschwommen. Naja, ich bin ja nicht geschwommen. Ich sag nur das Becken dieser Frau. Und dann hat er dir eine Traumlage, nicht? Zwei Minuten bis zur S-Bahn. Schon wieder ein Rindsleder. Ja, so. Die war im Angebot. Okay. Du predigst doch immer, ich soll auf die Angebote achten. Ich möchte nicht wissen, was der Moosgräber jetzt gehört. Lendensteak wahrscheinlich. Gibt sonst nichts dazu. Ja, Kartoffelpüree. Bitte. Das Püree habe ich selber gemacht. Ja, und? Ja, aus richtigen Kartoffeln. Na ja, das ist ja selbstverständlich. So. Oder er kriegt vielleicht ein Pfeffersteak, wenn die Freiler abkochen kann. Speck's. Ja. So. Na, sehr gut. Ausgerechnet der Moosgräber mit seinem Bauch. Dabei ist die Frau sehr nett und attraktiv und
vermögend. Sieht man schon am Haus. Man soll als junger Beamter sich einfach Zeit lassen mit dem Heiraten. Ja, wieso? Wir haben ja auch früh geheiratet. Eben. Aha. Na, Mama, ich meine. Ja, ich hab schon verstanden. Vielen Dank. Na, ich meine. Na, na, danke. Was, ich kann mir gar keine andere Frau vorstellen als dich, aber. Vielleicht hätten wir es ein bisschen schlauer machen sollen. Vielleicht hättest du erst einmal einen alten Millionär geheiratet, nicht? Und wärst dann eine junge Witwe gewesen und dann hätten wir uns kennengelernt. Ja, dann hätten wir uns gerade nicht kennengelernt. Wieso nicht? Ja, da hättest ja du mir jetzt erst einmal hinten drauf fahren müssen, im Auto. Ja, früher Zufall. Ja, damals hast du ja noch nicht einmal ein Fahrrad gehabt. Du, was war? Wartet da mit der Rechnung? Ah, noch schlimmer. Er hat mir wieder Kritik gegeben, der Kerl, der Schlechte. Ja, das ist doch gut. Nein, Mama, das ist nicht gut. Schau, ich habe beim Jakob Schulden. Ja. Unser Haus ist mit seiner Hypothek belastet. Wenn ich nicht mehr bei ihm einkaufe, dann schickt er mir den Gerichtsvollzieher. Also kaufe ich weiter seine Würstel, die ich aber nicht zahlen kann und nicht verkaufen kann. Und eines Tages hat er mir völlig in der Hand. Verstehst? Das ist wie bei den Ölscheichs. Was? Was? Verstehst? Nein. Ja. Also jetzt tun wir die Rechnung wieder in den Tresor, damit es nicht verloren geht. Okay? Wenn ich da reinschaue, kriege ich es kalte Grausen. Dann machen wir die Tür wieder zu. Ich danke Ihnen, verehrter Herr Landeshauptmann, und dir, lieber Bürgermeister, für die vielen schönen Worte. Und allen Anwesenden danke ich für Ihre Anhänglichkeit und Treue. Aber vor allem danke ich unserem lieben Herrgott, dass ich diesen Ehrentag habe erleben dürfen. Das ist eine große Gnade. Und wenn ich heute an meinem Ehrentage sage, spät kommst, aber gut, dass du überhaupt noch kommst. Es tut mir leid. Aber ich war dienstlich verhindert. Macht nichts, regt's ein bisschen, setzt die Ehre, wir verstehen. Nein, ich kann nicht da bleiben. Ich muss deinen Sohn bitten, mitzukommen. Den Hannes, wieso? Den hat er was ausgefressen. Nein, es handelt sich nur um ein paar Fragen. Gerade heute an meinem Ehrentag. Es tut mir sehr leid, Franz Josef. Aber der Herr Kontrollinspektor Rabe aus Innsbruck ist da und er möchte mit dem Hannes reden. Muss das jetzt sein? Der Herr Rabe hat ja nicht wissen können, dass du heute Geburtstag hast. Ah. Also, von mir aus, geh mit. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Und bring ihn bald wieder zurück? Ja, ja, natürlich. Ja. Also, komm. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, wenn ich also heute an meinem Ehrentage sage... Ja. Okay. Fado ist ein vertontes Lied, ein Gedicht, eine Ballade voller Sentimentalität und Trauer. Er soll den Zuhörer zum Weinen bringen. Um diese Wirkung zu verstärken, wird er im Dunkeln gesungen. Ludwig, heute werden wir zum ersten Mal Schwierigkeiten kriegen. Ich meine künstlerische, weil die Sängerin singt nur im Dunkeln, im Hellen tritt's nicht auf. Dann ist die Kamera überflüssig. Das ist eine Sache für den Ton. Baldur? Da bitte, geht schon los. Merkwürdigerweise machen andere Kameraleute ganze Serien im Dunkeln. Baldur. Und kriegen eine gute Presse, obwohl der Zuschauer nichts sieht. Da ist der Regisseur aber auch ein Genie. Das sind wir nicht. Nein. Aber probieren kann man's. Was gibt's denn? Kann ich dolmetschen? Ja, weißt du, der Ritchie, der sagt... Ich habe nicht gewusst, ob das hier groß oder klein. Es war nicht ausgezeichnet. Herr Ritchie, wenn in Zukunft der Meister unten keine Auskunft geben kann, dann kommen Sie zu mir, gell? Ich sag dir dann schon, was man groß und klein schreibt. Natürlich schreibt man das groß, seine Überschrift. Herr Schöninger? Grüß Gott. Grüß Gott. Sie, Fräulein, ich hätte eine Frage im Zusammenhang mit dem Klavierspielen da drin. Ja? Da hört man von unten jeden Ton. Oh, das tut mir leid. Ich werde ihm sagen, dass er leiser spielen soll. Ja, müsste der nicht schon längst im Bett sein? Wer? Der Kleine, also ihr Bruder oder wer da übt? Komm jetzt doch bitte mal rein. Ja, Arm für den Fall. Entschuldige, Papa. Derzeit.
Opa! Opa, wir haben Besuch. Das sind die Schöningers, die wohnen ab heute unter uns. Aha, angenehm. Strobel? Angenehm, da könnt ihr ja immer zusammenspielen, wenn ich im Dienst bin. Ich glaube, wir wären ein musikalisches Haus, hä? Ha? Wir wären ein musikalisches Haus! Sag grüß Gott! Grüß Gott! Danke. Servus, Niedermeier. Oh, grüß dich. Frau Sommer, ich bin eigentlich nur ihretwegen gekommen. Freut mich. Dass das klar ist, gell? Herr Seidel, grüß Gott. Und Sie haben uns Vorschläge zu machen, höre ich? Ja, aber vielleicht nehmen wir das erste Mal Platz, bitte. Nein, nicht. Ja, also ich habe inzwischen schon Zeit gehabt, die Speisekarte zu studieren. Also ich nehme Gänseleber, weil das der Arzt verboten hat. Ja, Gänseleber parfait. Ich habe, Moment, das einmal, und da hat mir mein alter Meister dabei geholfen, durchkalkuliert. Das macht 22.421 Mark 10. Wie viel? Was? Das bringt mich um. Wir hätten ja reden können. Aber er. Und das macht man eben nicht mit mir. Wir haben ja geredet miteinander, oder nicht? Geredet nennst du das? Gebrüllt hast wie ein Ochs. Das ist Körperverletzung bzw. Erbschneidung. Geh, was sind denn schon 11 Mille? Für die vielleicht, aber ich. Ja, ja, du nagst am Hungertuch. Niedermeier. Ich bin mit meinen Holzpreisen doch vom Dollarkurs abhängig. Schreibst den Regen einen netten Brief. Sehr geehrter Herr Präsident. So. Ja, wer fährt mir jetzt zur U-Bahn? Die wird nicht mehr gehen. Und ihr habt leider ganz andere Richtung. Soll ich Sie heimfahren oder wollen Sie ein Taxi nehmen? Taxi? Nein, da geh ich ins Fuß. Was, 10 Kilometer? Tagspaziergang. Ich muss an meine Gesundheit denken. Diesem bleibt der Geiznickel. Jetzt geht's zu, fahr die heim, ich mach einen Umweg. Du, dass du mich fahren willst, ist doch schon wieder Berechnung. Dein Misstrauen bringt dich noch einmal um. Jetzt geht's zu, komm. Aber ich beteilige mich. Ja, ja. Aber nicht spät. Und wenn Sie mich jetzt am letzten Drehtag fragen, ob ich hier leben möchte, ob ich hier wohnen möchte, ja, nein, ich weiß noch nicht, vielleicht. Ja, man muss halt robust sein und jung muss man sein und gesund muss man sein, dann ja. Ja, ein gesunder Holz aus. Schmidt! Schmidt, hör auf jetzt, komm! Das ist der letzte Schuss in der Stadt. Da wird man nie fertig. Bau ab! Rosa, jetzt geht unser Leben erst richtig an.